Hallo, Herr Professor Schellenhuber. Schön, dass Sie beim Renovation Wave Webinar dabei sind. Vorab eine persönliche Frage, die mich immer wieder umtreibt. Ich habe natürlich mit vielen Leuten zu tun. Wir sprechen über Klimawandel. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Naja. An jeder Ecke stehen Sie. Und die Frage ist, wie können wir wissenschaftlich oder mit welchem Argument würden Sie dem wissenschaftlich entgegnen? Naja, wir haben natürlich ein ganzes Arsenal von Methoden, Modellen, Datensätzen, wo wir das nachweisen können. Wir können zum Beispiel einfach simulieren, wie die Zustände der Atmosphäre, des Klimas wären, wenn wir das CO2, das eben ausgestoßen wurde, über die letzten 200 Jahre quasi, in unserer virtuellen Welt im Computer wieder wegnehmen und das vergleichen. Und dann geben wir die realen Daten an, nämlich ein, nämlich dass CO2 ja um quasi 50% angestiegen ist, aufgrund menschlicher Aktivitäten. Und man sieht eben, dass dann, wenn Sie das CO2 mitrechnen mit seinem Treibhauseffekt, dann bekommen Sie eben genau den Klimazustand, den wir heute erfahren, die Hitzewellen, wie wir sie in diesem Sommer wieder hatten, nicht? All die Extremereignisse. Und wenn Sie quasi in dieser virtuellen Welt das CO2 einfrieren auf dem vorindustriellen Niveau, genau genommen bei 280 Parts per Million in der Atmosphäre, dann haben Sie eben die gute alte Klimazeit, ja, wo es eben diese Extremereignisse nicht gibt. Ja. Insofern können wir das eigentlich mit einer Wahrscheinlichkeit, ich würde sagen, 99% sozusagen konstatieren. Wir haben also eine Sicherheit, die quasi ans Absolute grenzt. Und es gibt viele andere Bereiche in den Naturwissenschaften oder Medizin, wo wir vielleicht nur eine Wahrscheinlichkeit, eine Sicherheit von 60 oder 70% haben. Zum Beispiel bei Impfungen, ne? Corona, wie auch immer. Selbst das ist schon gut genug, um dann Kampagnen durchzuführen. Das heißt, es gibt eigentlich kaum einen Bereich in der Naturwissenschaft, wo die Evidenz so überzeugend ist wie im Klimabereich, einfach weil unglaublich viel Fleiß und Intellekt und Fantasie aufgewandt worden ist. Aber vielleicht noch ein Argument. Generell, wir sehen ja jetzt eben mit der Corona-Pandemie, neuerdings sogar jetzt mit dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, wir sehen ja, dass es so einen harten Kern offenbar in fast jeder Gesellschaft gibt von 10, 15% der Menschen, die eigentlich sich von wissenschaftlicher Einsicht nicht überzeugen lassen. Ne? Und nicht, weil sie das vielleicht nicht nachvollziehen könnten, sondern weil sie es nicht wollen. Ne? Sie wollen an dunkle Mächte, an Verschwörung glauben. Sie sind oft Menschen, die glauben, zu kurz gekommen zu sein in der Gesellschaft, nicht? Also nicht die Karriere gemacht zu haben oder nicht das Einkommen zu haben, was sie sich gerne wünschen würden. Und die schieben die Schuld eben dann auf die Eliten oder auf die Wissenschaftler oder auf die Ärzte oder wen auch immer, irgendwelche dunklen Machenschaften. Und die brauchen das, um mit dem Leben zurechtzukommen. Und ich habe früher den Fehler, muss ich sagen, gemacht, sogenannte Klimaskeptiker mit rationalen Argumenten überzeugen zu wollen. Wir haben sie sogar eingeladen zu unserem Institut, haben viele Stunden verbracht. Und sie zeigen jemandem ein Blatt Papier, das weiß ist, und fragen ihn, ist das weiß oder schwarz? Und er sagt schwarz. Ja? Da gibt es keine Argumente mehr, nicht? Das ist dann eine Weltanschauung und die Weltanschauung ist halt voller schwarzer Farbe und da können Sie nichts dran machen. Das heißt, wir haben beschlossen, dass wir uns nicht mehr verkämpfen in diesen Winkeln, sozusagen in diesen dunklen Ecken der Gesellschaft und unsere Energie drauf wenden, normale Menschen, die zu einsichtsfähig sind, anzusprechen und vor allem auch Entscheidungsträger, die Wirtschaft anzusprechen, nicht? Auch die Zivilgesellschaft, um dann eben Innovationen in Gang zu bringen, die uns helfen, aus der Klimakrise
wieder rauszukommen. Und da habe ich mich speziell ja auf die gebaute Umwelt konzentriert in den letzten Jahren, habe auch diese gemeinnützige GmbH Bauhaus Erde gegründet. Das heißt, der Schlüssel meiner Ansicht nach zur Lösung des Klimaproblems liegt in der gebauten Umwelt. Aber nochmal, es gibt Menschen, die kann man nicht überzeugen, zumindest nicht mit Logik. Und am besten macht man einfach einen weiten Bogen um sie, auch wenn sie privat vielleicht ganz liebe Persönlichkeiten sind. Super, gut, also haben wir es gelöst. Wir haben also genug wissenschaftliche Daten, um davon auszugehen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Also wir sind in diesem Bereich von 99% sozusagen. Und mehr kann Ihnen die Wissenschaft nicht liefern, weil Sie können keinen mathematisch gültigen Beweis machen. Aber ich glaube, dass wir die allermeisten wichtigen Entscheidungen in unserem Leben mit einer wesentlich schwächeren Evidenzbasis durchführen, nicht? Insofern, ja, wir können das als überzeugende Arbeitshypothese verwenden. Und wir können nicht warten, also die absolute Evidenz hätten wir natürlich, wenn wir tief in die Klimakatastrophe hineinmarschieren würden, wenn unsere Zivilisation zerstört würde, dann würden wir im Nachhinein zu 100% sicher sein. Aber ich glaube, das ist kein gutes Vorgehen. Nein, also das will auch bestimmt keiner, auch die 15%, die wir noch nicht erreichen. Was dürfen denn, Herr Professor Schellenhuber, unsere Zuschauer von Ihrem Vortrag erwarten? Ja, ich würde natürlich, wenn Sie so wollen, das Ergebnis von 30 Jahren Arbeit zur Klimaforschung, ich würde gern referieren über den Zustand, in dem sich das Klimasystem heute befindet, was wir auch erwarten können, wenn wir nicht gegensteuern. Und dann würde ich im zweiten Teil mich auf die gebaute Umwelt, sprich Städte, Gebäude, Infrastrukturen konzentrieren, wo meiner Ansicht nach, wie ich schon vorhin sagte, der Schlüssel liegt zur Klimalösung, weil das ist der Bereich, der für die meisten Emissionen zuständig ist, für den größten Abfall und auch für den größten Ressourcenverbrauch, ja? Also im Bereich von 50%, 60%, 70%, 80%. Eigentlich der wichtigste Faktor in der modernen Industriegesellschaft, der weitgehend unbeachtet geblieben ist in der Klimadebatte. Ja? Jetzt natürlich, wo wir in einer Energiekrise sind, was Sie ja natürlich bestens wissen, auch von Ihrer professionellen Tätigkeit her, schaut man wieder genauer auf den Gebäudebereich. Aber was ich eben zeigen werde, ist, dass wenn wir umsteuern im Gebäudebereich, dass wir dann eigentlich die besten Chancen haben, das Klima noch zu stabilisieren, zum Teil sogar wieder zu reparieren sozusagen. Das ist der zweite Teil im Wesentlichen, nicht? Und da kommen natürlich Dinge ins Spiel auch, wie wir generell unsere gebaute Umwelt verbessern müssen, nicht? Und das schließt, glaube ich, ganz gut an Ihre Tätigkeiten an. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, Sie kriegen jetzt den Startschuss und ich würde den Teilnehmern viel Spaß, viel Erkenntnis wünschen. Und dass wir, ich sag mal, am Ende des Tages alle mit anpacken, diese Welt doch ein wenig wieder zu verändern in Richtung weniger CO2, mehr Bäume, mehr frische Luft. Unser Thema, Ihre Bühne, Herr Professor Schellenhuber.